Hallo zu dieser dritten Folge von Informatik für die Oberstufe oder IFDU. Und diesmal geht es um die Von-Neumann-Architektur. Wir hatten ja letzte Mal erstmal so ganz grob überhaupt geguckt, was ist in unserem PC ungefähr so drin. Und diesmal wird es jetzt ein bisschen konkreter, indem wir uns anschauen, was ist auch das Konzept von diesem Berechnen. Wie berechnen wir Dinge? Wie laufen Dinge technisch auf einer sehr tiefen Ebene im Computer ab? Da müssen wir jetzt auch ein bisschen zurückgreifen, zeitlich. Und zwar sind wir jetzt quasi 1945 und da kommt eben der John von Neumann auf die Idee, dass man vielleicht Computerprogramme und die zu verarbeitenden Daten im selben Speicher ablegen kann. Das ist jetzt nicht ganz korrekt dahingehend, dass einige Ideen, steht das auf dem nächsten Abschnitt noch, schon vorher durch Konrad Zuse beschrieben wurden, Stichwort Z1, falls jemandem was sagt. Aber trotzdem richtig umgesetzt wurde es dann von John von Neumann. Das Revolutionäre an der Stelle ist, dass die üblichen Rechenmaschinen, das, was man vorher hatte, musste konkret für ein Objekt gebaut werden. Man musste Rechenmaschinen für einen bestimmten Zweck bauen und sie vielleicht dann noch mit Lochkarten programmieren. Das Neue ist jetzt, dass wir sowas wie Programme haben, dass wir Programme in einen Speicher laden können, um sie abzuarbeiten. Mit anderen Worten, es ist jetzt möglich, verschiedene Programme unter derselben Hardware-Architektur ablaufen zu lassen. Dass wir also, was wir heute so verständlich tun, wir fahren einen Rechner hoch und starten dann an diesem PC verschiedene Programme. Das wäre vor diesem Schritt 1945 in dem Fall oder eben Z1, das war dann 1934 oder sowas für den Dreh, gar nicht denkbar gewesen. Und deswegen ist das wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dieses Konzept für die heutige Technologie. Und das schauen wir uns mal ein bisschen vereinfacht, allerdings auf einer tiefen Ebene an. Und zwar haben wir ein Eingabewerk, da kommen jetzt eben Daten an, die werden dort eingeführt in das System. Dann haben wir ein Speicherwerk. Hier ganz wichtig, was ich gerade gesagt habe, die Hauptneuerung oder eine der Hauptneuerungen, in diesem Speicherwerk befinden sich Daten und das zu bearbeitende Programm. Das heißt, hier steht jetzt auch gleichermaßen drin, was überhaupt passieren soll. Das ist ganz wichtig und ganz neu gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann kommen wir zu dem Ausgabewerk. Das heißt, Daten werden jetzt hier, die irgendwie bearbeitet wurden zwischendurch, wurden ausgegeben oder werden jetzt ausgegeben. Aber jetzt haben wir ja so eine Art Pipeline, die jetzt so abläuft, aber wie soll das überhaupt passieren? Da wird doch jetzt nichts dran geregelt. Genau, da fehlt noch was. Da fehlt nämlich das, was wir heutzutage gemeinhin als CPU kennen, also als Central Processing Unit, so ein kleiner, häufig viereckiger Kasten, der auf dem Motherboard sitzt. Und der hat im Prinzip zwei wichtige Komponenten. Heute viel, viel mehr, aber es geht ja gerade um die grundlegende Theorie. Wir haben ein Steuerwerk und ein Rechenwerk. Das Rechenwerk oder auch ALU genannt, oder davon gibt es mittlerweile sehr, sehr viele auf Prozessoren, aber wie gesagt, hier vereinfacht dargestellt, können wir sagen, ist das Objekt, was rechnet. Jetzt habe ich hier einen Taschenrechner neben abgebildet. Der Taschenrechner ist im Vergleich zu einer einzelnen ALU schon unglaublich komplex. Also wenn man das jetzt sich mal konkret vorstellen wollte, hätten wir vielleicht bei dem Rechenwerk, wenn überhaupt, nur Blockhütte, oder ich würde eher sagen eine Kiste in einer Blockhütte, und der Taschenrechner ist das Empire State Building. Von der Komplexität her, das Rechenwerk ist ganz, ganz simpel. Viel, viel simpler als ein einfacher Taschenrechner. Das ist das, was in einem Prozessor oder einem Rechner rechnet. Dann haben wir das Steuerwerk. Das Steuerwerk ist wie ein kleiner General, der jetzt das alles überwacht und dafür zuständig ist, die einzelnen Objekte zu steuern. Der sagt jetzt, was passieren soll, ob was geladen werden soll, ob was berechnet werden soll und so weiter. Und deswegen haben wir auch viele Steuerleitungen vom Steuerwerk zu den ganzen einzelnen Werken, wie dem Eingabewerk, Speicherwerk, Ausgabe. Das ist im Prinzip schon die ganze Von-Neumann-Architektur, die wir jetzt durchgesprochen haben. Und jetzt werde ich einfach mal das Ganze durchspielen und sagen, hier, dieses kleine Objekt von meinem Kanal, das Logo, sind jetzt Daten, die wir jetzt in der Eingabe haben. Genau genommen ist das jetzt ein bisschen unkonkret, weil eigentlich haben wir natürlich einen Datenstrom mit Nullen und Einsen, der jetzt irgendwie verarbeitet wird. Aber da wir auch noch gar nicht über das Binärsystem gesprochen haben, vereinfachen wir das Ganze jetzt. Wir haben jetzt irgendwie Daten, die kommen jetzt an. Und diese Daten sind jetzt dieses Kanallogo. Die werden jetzt ins Eingabewerk oder sind jetzt im Eingabewerk. Und jetzt sagt unser General im Steuerwerk, das wollen wir laden, also ab ins Speicherwerk damit. Jetzt werden die Sachen ins Speicherwerk verschoben. Nun sorgt eben der General dafür, dass diese Objekte vom Rechenwerk weiter bearbeitet werden. Dafür werden die jetzt eigentlich nicht direkt kopiert, aber ich habe es jetzt mal zur Visualisierung aufs Rechenwerk geschoben. Jetzt arbeitet das Rechenwerk damit und kann zum Beispiel die Daten irgendwie modifizieren. In unserem Fall drehen wir da unser Logo mal um 90 Grad. Soll jetzt heißen, Daten sind modifiziert und das Speicherwerk kümmert sich wieder um den Rest. Die liegen jetzt modifiziert im Speicherwerk. Nun werden die Daten aufs Ausgabewerk verschoben, also sie werden quasi aus dem Speicher geladen
und befinden sich im Ausgabewerk und befinden sich im Ausgabewerk, womit unser Zyklus quasi jetzt durchlaufen ist. Wir haben also die Daten jetzt geladen, damit was gemacht und sie wieder ausgegeben. Die Vorschrift, die von dem General ausgeführt wurde, lag jetzt gleichermaßen auch schon im Speicher, quasi das Programm. Das Programm hat jetzt gesagt, dass wir dieses Datenobjekt um 90 Grad drehen sollen in dem Beispiel. Aber wie gesagt, da wir uns noch gar nicht so konkret mit Binärdaten beschäftigt haben, soll das erstmal auf dieser Abstraktionsebene reichen. Und ich denke, es ist auch noch relativ eingängig, was hier überhaupt passiert ist und wie die einzelnen Komponenten überhaupt zusammenarbeiten. Das ist das Wichtige an der Stelle. Speicherwerk, Rechenwerk, Steuerwerk, wenn man die Sachen drauf hat, hat man das Wichtige schon verstanden. Zusammenfassend können wir sagen, es gibt ein paar wichtige Eigenschaften. Und zwar, dass die Struktur des Rechners nicht mehr abhängig vom zu lösenden Problem ist. Wir können beliebige Probleme oder fast beliebige Probleme auf einem solchen Rechner lösen. Dann haben wir schon gesagt, für Daten, Programme und Resultate, also auch das, was nachher rauskommt, wird derselbe Speicher benutzt. Heute, ich habe es schon mal angesprochen im letzten Video, wir haben diesen RAM, das Kurzzeitgedächtnis. Alles, was wir im Computer machen, muss in den RAM geladen werden. Jetzt kann man sich schon mal überlegen, was passiert. Manchmal hört man das, ich musste meinen RAM aufrüsten, weil der war immer voll. Das ist gar nicht gut, wenn man sich mal so überlegt, weil wenn Daten, Programme und Resultate alle im RAM liegen müssen, damit wir damit arbeiten, und jetzt stellen wir uns vor, das ist voll, dann ist es überhaupt nicht gut. Trotzdem können wir dann weiterarbeiten, da muss eigentlich ein bisschen getrickst werden, was wir vielleicht nochmal später sehen werden. Und von der ursprünglichen Programmfolge kann durch Sprungbefehle abgewichen werden, das ist auch eine wichtige Eigenschaft. Das heißt, wir können uns im Programm bewegen und wir können eben mit Sprungbefehlen in dem Code hin und her springen. In den einzelnen Ausführungen können wir uns bewegen. Und schlussendlich, Daten werden binär kodiert. Das heißt, dass sie eben in binärer Schreibweise vorliegen, sehen wir im, ich glaube, 6. Video, was das eigentlich heißt. So viel erstmal zur Von-Neumann-Architektur. Ich hoffe, ich habe euch nicht direkt verloren und ihr konntet noch ein bisschen folgen. Wenn nicht, könnt ihr auch gerne natürlich Fragen stellen in den Kommentaren. Ich werde dann versuchen, darauf zu antworten. Ansonsten geht es im nächsten Video weiter mit, was sind Wahrheitstafeln? Brauchen wir jetzt demnächst, wenn wir ein bisschen Digitaltechnik anschneiden durch Gatter? Da muss man vorher wissen, was eine Wahrheitstafel ist. Das machen wir im nächsten Video. Ist eine ganz kurze Geschichte, aber wird schon werden. Okay, bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.